Hallöchen. Lange ist es her, dass ich mal wieder was hochgeladen habe. Und heute hatte ich mal wieder Bock gehabt, mal was aufzunehmen. Und wollte eigentlich Legacy spielen. Aber Legacy hat sich irgendwie gestern Nacht wohl nochmal zerschossen. Und irgendwas feilet da oben. Ja, jetzt sind wir in der Vrima. Update 6.5 lässt sich immer noch auf sich warten. Und, ja. Es ist wie es ist. Wir warten. Was haben wir denn hier, der Christ? Okay, das sind Bones. Ne, die kann ich nicht essen. Sind das Kanos da offen? Boah, ich hoffe nicht, dass das Kanos sind jetzt. Oh shit, nee, es ist ein Tenno. Es ist ein Tenno. Ah, ich hab verkackt. Au. Was? Nö. Das sehe ich jetzt nicht ein, Freund. Nö. Oh, das war knapp. Oh nein, ich habe keine Ausdauer mehr. Ja, er tötet mich. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ja, ist okay. Komm schon. Oh, wow. Wow. Warum will er mich denn angreifen? Mach doch den weg. Ich bin doch... Komm ich noch weg? Leute, ich komm noch weg. Wie viel Glück kann man haben? Ich? Ja. Holy shit, das war jetzt echt krass. Aber er lässt mich jetzt bestimmt nicht an den Hipsi ran, ne? Ja, weil der andere Jutta hier noch rumpimmelt. Guck mal, der bewacht jetzt echt den Hipsi, damit keiner drin essen kann. Haut der jetzt ab? Komm schon. Ja, genau, hau ab. Ja. Besser ist das. Jetzt ist wieder ein Hipsi. Ich könnte kotzen. Echt jetzt. Aber interessant, dass man einen Adult-Hipsi mit einem Fresh-Spawn-Jutta einfach pouncen kann und dann ist er weg. Wenn der jetzt wieder hier hochkommt, ne? Nehmen, Bruder. Ich pounce dich wieder, mein Freund. Du bist wieder tot. Alter. Sag mal. Der will... Oh. Sag mal. Komm her. Siehst du? Kommt davon. So. Das sollte da eigentlich weggehen, oder? Ah, verdammt, jetzt habe ich die Striche genommen. Ich wollte eigentlich Doppel-S nehmen und Striche. Ob ich hier nochmal Punkte raus. Nicht Striche, sondern Punkte. Aber ich glaube, Punkte kriege ich nicht nochmal raus, ne? Sag mal. Warum sind denn die so kampflustig, die Viecher? Kriege ich hier noch was raus? Perfekt. Wird es so lang? Das sollte so lang. Kampfbeste Hipsi. Nee, guck mal, doch, was ist im Gym der Haufen Crocs? Hm.
Frage, ob auch noch andere Jutas da sind. Alleine macht das natürlich nicht so Sinn. Ich freue mich schon, wenn das Update rauskommt, kann man endlich wieder dauerhaft durchpouncen. Man macht ja quasi den Pounce hier und bleibt mir ja quasi so stuck und kann dann erst wegrennen. Das ist dann weg. Ich freue mich. Ich freue mich. Das ist schon. Das ist ein Crox. What the fuck? Okay. What the fuck? Was ist hier passiert? Hier sind bestimmt wieder zig Crocs drin, ne? Ja, guck mal, hier liegt ein toter Jutta. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Crocs, neun Crocs. Ich denke mal, es sind mehr als 10 Crocs hier drin in dem Wasser. Und die töten anscheinend auch alles, was hier in dem Weg läuft. Der eine schwimmt ja schon im Kreis. Holy shit. Kann man, dass hier keine Jutas sind. Bäh. Was blutet hier oben? Ich glaube, die Tür hat echt alles hier, ne? Bäh. Kann ich bitte hier hoch? Oh, Alter, was ist denn los? Ich glaube, ohne Kaffee wird das noch nichts. Was habe ich denn eigentlich für eine... Was haben wir denn... Oh, die ist sogar noch besser als... Oh nein. Die ist sogar besser als Doppel-Essen-Punkte. Okay, dann nehme ich ab sofort nur noch das hier. Okay. Das habe ich ja voll verpeilt. Mal kurz gucken. Warte mal, ich habe doch ein schönes Bild. Was ist das auf Oscura? Hey Guide. Da. Oh, Tatsache. Hm, okay. Dann nehme ich auch sofort die jetzt immer noch. Ach ja, falls das noch keiner mitbekommen haben sollte oder das anders mit irgendwie untergegangen sein sollte, wir haben auf Oscura jetzt ein automatisches Einlagersystem. Ihr müsst einfach nur eure Steam-ID binden und alle anderen Infos stehen halt auch bei uns im Discord. Also ihr müsst quasi nicht mehr irgendwelche Bilder reinposten und auf den Admin warten. Ihr könnt das jetzt quasi immer schön automatisch einlagern. Nur auslagern ist noch eine Grauzone, wo wir noch nichts gemacht haben. Und ja. Der mich gesehen hat. Ach, sag mal, also heute ist irgendwie der Wurm drin. Heute ist der richtige Wurm drin. Ja, der rennt wahrscheinlich so hipsig. Kumpel? Oh nein. Ja, geht zu den Hipsies. Ist da hinten ein Pete gecrashed? Hm. Ne, ich hoffe auf jeden Fall, dass das Update 6.5 langsam mal vor die Tür kommt. Aber ich kann bisher nur Positives sagen, was ich so gesehen habe. Also ich habe auch vieles Negatives gehört. Und... Schauen wir mal. Performance soll auf jeden Fall besser sein. Das habe ich gehört. Und die Calls können sich hören lassen. Das klingt alles echt sehr, sehr cool.
Und so wie ich es auch gehört habe, wollen sie auch. Sehr viele Leute aus dem Stresstest-Team rausschmeißen, weil sie halt keine Bug-Reports machen oder sonstiges und nur voll rumschwimmen und nur halt auf den Videomaterial gegeiert haben. Und. Ne, ich hab Hunger. Brauch dich. Ich brauch dich. Sorry, aber nein. Und ja. Da könnt ihr euch dann irgendwann dementsprechend bewerben auf dem Official Discord. Solltet auf jeden Fall schnell sein. Ihr müsst Englisch können und ihr solltet Ahnung haben, wie man Bug reportet und alles. Solltet auf jeden Fall alles reinschreiben. Bin ich gerade wirklich der einzige Jutta hier? Naja gut, mit dem Update wird es sich dann auch ändern, dann wird der Jutta wieder ein bisschen superior werden. Vor allem in Gruppen. Da wird er wieder richtig gut sein. Dadurch, dass halt der Turn besser wird, wie ich das gehört habe. Und die Pounces nicht mehr so verkackt sein sollen wie jetzt. Bin ich gespannt. Vor allem die Trollengruppe werden richtig cool werden. Da ist nix. Oh nee. Okay. Ah, bleib lieber weg. Setz mich jetzt einfach mal. Oh ne, hier sitzen ist scheiße, warte mal. Also, falls ihr Fragen haben solltet wegen dem Performance, ich habe gehört, alles über RTX 2000 oder AMD 6000 hat einen Performance-Schub. Alles, was drunter ist, halt. Hat halt Nachteil. Ist halt logisch, weil die Technik wird halt ausgereift oder die Engine geht halt mit und Hardware bleibt halt irgendwann stehen. Zur Not könnt ihr ja quasi nach eBay gucken oder halt, ja, einige Karten sind ja relativ günstig noch. 3000er-Reihe kann ich eigentlich nur empfehlen. Noch gar nicht so schlecht, wenn man sich keine 4000er-Reihe holen will von Nvidia. 3000er bei eBay. Aber vorher sich absichern lassen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Mal gucken. Ah, die innere Anspannung ist wirklich da, ey. Seitdem das gestern jemand im Stream gesagt hat, das merke ich halt richtig. Jeder wartet wie ein Verrückter auf dieses verdammte Update. Das ist Wahnsinn. Und ich befürchte. Wir werden es am 18. Nee, was war's? Entweder am 18. oder am 19.06. sehen, weil am 19.06. ist Ephrima 3 Jahre alt. Abgefahren. Also 3 Jahre ist wirklich eine scheiß lange Zeit. Ich erinnere mich nicht gut an den Start von Elfriemer, muss ich sagen. Das war. Nicht so toll. Nö. Ansonsten, wen ich noch empfehlen kann, den ihr angucken könnt, wegen die IO News aktuell, der quasi gerade so ein bisschen versucht, alle News zu übersetzen und halt auf YouTube hochzuladen, ist Respektes hier eingeblendet. Könnt ihr gerne mal Löckerschen reintun. Löckerschen reintun, alle? What the fuck? Einfach mal reinschauen, ein Abo da lassen. Und Knüpf versucht immer quasi das Wichtigste rauszusuchen und halt für euch quasi zu übersetzen und dann halt auf YouTube hochzuladen. Ab und zu mal bin ich auch dabei.
Und ja. Aktuell suchen wir auch Verstärkung bei uns im Admin-Team oder beziehungsweise halt im Nest-Helper-Team. Admin-Tätigkeiten wäre cool, wenn ihr die schon irgendwie hattet, irgendwie. Und Nest-Helper ist eigentlich relativ simpel erklärt. Ihr bekommt quasi eure Dinos, bekommt Dinos geschenkt. Ihr könnt dann quasi irgendwo nisten mit den Leuten. Damit das Nesting bestimmt vorankommt, weil ohne Global Chat ist halt Nesting eine prima Müll. Leider. Ja. Gucken wir mal Richtung Sinne. Da war wieder ein fettes Krog. Das war wieder klar. Warte mal ganz kurz. 100 Leute da oben waren wieder 15, 20 Krogs. Ja. Also ich werde nichts versprechen, aber ich versuche, wir bekommen ja ab 6.5 eine Möglichkeit, die Populationskontrolle einzuführen. Also wir können quasi einen grauen Haken reinmachen, wenn zu viele Dino-Spieler auf dem Server sind oder zu viele Stego-Spieler sind. Dann drücken wir einfach einen Button, pop, dann können quasi neue Spieler nicht mehr den Dino und den Stego spielen. Damit das halt ausbalanciert ist, müssen wir halt mal gucken. Und ja. Genau. Kann jetzt versprechen, dass das automatisch geht, aber manuell werden wir bestimmt ab und zu mal drüber gucken. Als ob hier kein Jutta ist. Das gibt's nicht. Kein Hipsi hier unterwegs? Als ob. Endlich. Wo? Hier? Wo sind die? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Die müssen irgendwo hier sein. Da. Also möglich, dass sie hier sind, oder? Hat da was drin? Oh, wo können die sein? Ich höre sie nicht. Sind die alle noch klein? Nochmal Dino, da sind die bestimmt irgendwo hier vorne. Oder? Die waren da bestimmt gerade hier irgendwo. Wo sind die? Als ob die weggelaufen sind. Sagen wir jetzt nicht, die sind tot. RIP. Da hinten? Hey, bei dem Kanu sind die. Dann waren die bestimmt auf der anderen Seite. Anders kann ich es mir nicht erklären. Warte mal, hier. Überall Blut, okay. Ah, nice. Hey! Ah, das sind die Boys gewesen. Müssen wir ganz schnell alles wegsnacken. Ah.
Ist jetzt hier alleine hier unten. Wow. Jetzt ist der andere Mate weg. Nee, der ist noch irgendwo hin. Wo ist denn der hingerannt? Da drüben sind Punkte, die hole ich mir mal schnell noch. Schnell, 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 schnell. Ah. Nee, das ist man nicht. Hier wuselt doch irgendwas rum. Hi. Oha. Endlich Gleichgesinnte. Das ist schön. Man kann es ja nicht weitergehen. Gut, ja, dann war's für den ersten Part. Ich glaube, ich mache hier zwei Parts draus. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat ein bisschen die Folge gefallen, auch wenn es ein bisschen kurz war. Und, ach ja, ich suche übrigens, falls jemand da draußen ist, erstmal einen freiwilligen Cutter, der mir etwas hilft, die Videos ein bisschen besser zu machen. Aktuell sind sie ja leider so ein bisschen simpel. Ich nehme auf, mache mein Intro dran, zack, boom, fertig. Mache ein paar Sachen rein, aber mehr nicht. Wäre cool, wenn sich da jemand finden lässt. Ja. Ansonsten haut rein.